Setze dich schweigend hin, gehe in die Finsternis. Für dahin nennt man dich nicht mehr, Herrin der Reiche. Ich war zürnt auf mein Volk, entweihte mein Erbe, gab sie in deine Hand. Du hast ihnen kein Erbarmen bewiesen, hast auch dem Greise aufgelegt dein schweres Joch. Du sprachst, ewig werde ich bleiben, Herrin für immer. Nicht nahmst du dir dies zu Herzen, dachtest nicht an den Ausgang. So höre nun dies, der da spricht in deinem Herzen. Ich und niemand sonst, ich werde nicht sitzen, als Witwer nicht kinderlos werden. Beides ist über dich gekommen plötzlich, an einem Tage. Kinderlos bist du und Witwer. Voll kommt's über dich, ob auch deiner Zauberei gar viel ist und stark deine Beschwörung und ob du gleich auf deine Bosheit vertrautest und dachtest, es sieht mich keiner. Deine Weisheit und Wissenschaft, die haben dich verführt, dass du in deinem Herzen sprachst, ich und sonst keiner. Aber Unheil ist über dich gekommen und du weißt es nicht zu bannen. Verderben will dich überfallen, du kannst es nicht wenden. Verwüstung wird über dich kommen, urplötzlich, ehe du es ahnst. Tritt her mit deiner Beschwörung, mit all deiner Zauberei, womit du dich abgemüht seit deiner Jugend. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht jagst du Schrecken ein.
27. Juli 2002, Augustusburg in Sachsen. An diesem Tag findet ein Ereignis statt, von dem Hermann Lorisch später sagen wird, er habe nie geglaubt, so etwas nochmal zu erleben. Ich habe gerne gemalt, gezeichnet, aber hab nie daran gedacht, dass ich Holzbildhauer werde. Das war halt mal Holzschnitzer. Das fing damit zusammen. Meine Mutter, die studierte in Dresden an der Königlichen Kunstgewerbeschule, auch mit der Grete Wendt, die haben sich ja kennengelernt. Die haben dann später die Firma Wendt und Kühn in Grünheinichen gegründet. Und die Lehrerin war die Margarete Junge. Die Margarete Junge hat eine Freundin gehabt, Gertrud Kleinhempel. Und diese beiden Damen haben Entwürfe gemacht, noch und noch. Ja. Und zwar im Stil des Jugendstils. Vollkommen im Jugendstil eingebunden gewesen. Ein bedeutender Architekt ist auf diese beiden Damen aufmerksam geworden und hat das immer beobachtet und hat wahrscheinlich auch Hilfestelle geleistet, um sozusagen die Werkstätten zu gründen. Das war Van de Velde, ja. Das war Henry Van de Velde, ja. William Losso hat die Junge beauftragt. Und das war die erste Dame Dresdens, die künstlerisch einen Lehrstuhl hatte. Die erste gab es vorher noch nie. War das nur Männer. Und die Junge, die war immer couragiert und hatte, und es war auch kein Wunder, ja, dass die, als die Nazis reinkamen, dass die buchstäblich die erste war, die gefeuert wurde. Und diese Margarete Junge, die hat über mich die Patenschaft übernommen. Und als ich dann fertig war mit der Schule, und da hat meine Mutter mich angepackt als Kind, also hat Zeichnung eingepackt und ist mit mir auf das Realgymnasium, Reformrealgymnasium in Chemnitz. Im Direktorzimmer kam der dortige Direktor und noch zwei Lehrer hinzu, die sagen, über mich eben jetzt beraten. Und wissen Sie, was die gesagt haben, die Lehrer, der Direktor? Frau Lorisch, warum wollen Sie Ihren Sohn weiter quälen? Hier ist das Begabung auch drin. Also hat mich meine Mutter daraufhin bei Oberlehrer Schanz in Seifen in der Spielzeugschule, da hat mich meine Mutter angemeldet. Und vorher ist sie erst noch mal mit mir nach Dresden gefahren und hat meine Mutter gesagt, also ich habe ihn angemeldet oben. In Seifen und so weiter. Und da sagte die Margarete Junge, was? Nee, sagte sie. Der muss nach Oberammergau an der Holzfachschule. Und da wurde ich mit 14 Jahren alleine auf der Eisenbahn gesessen, da musste ich nach Bayern fahren. Da kam ich nach Bayern. Ja, habe mich einfach ein bisschen durchgequält mit den Schnitzen. Also die Jahre, die waren nicht so sehr ersprießend. Aber doch habe ich sozusagen eine ziemlich künstlerische Begabung, denn in Wettbewerben manchmal habe ich Sachen,
muss man immer so Sachen, Entwürfe machen, in Ton modellieren und so weiter. Und da war ich noch mit kleinen Bild begabt gewesen auf dieser Linie. Naja, und da wurde ich dann mit der Note 3 wurde ich in Oberammergau verabschiedet. Und kam dann nach Dresden. Ach so, da kam erstmal die erste, die zweite und die dritte Musterung. Kam rein in das Zimmer, da sitzt ein Offizier drin an dem Tisch. Und sagte, sind Sie Herr Lorisch? Ja, wir haben von Garmisch-Partenkirchen den Wehrpass nachgeschickt bekommen. Hier ist er. Ja, ja. Und da sagte ich oben, ich stehe da. Ja, und? Nee, sagt Sie können gehen. Und da habe ich sofort postwendend in Dresden Architekturplastik mich angemeldet und kam in die Klasse von Professor Born, Rudolf Born. Und da bekomme ich einen Brief vom Wehrbezirkskommando, ich habe mich einzufinden zur Musterung. Und da habe ich gesagt, Mensch, hier muss ich jetzt was machen. Ich musste ungefähr so früh, so ungefähr so um 8 oder halb 9 oder irgendwie, ich weiß nicht, in irgendeiner Zeit, musste ich in der Grünstraße, das hinterm Schauspielhaus in der Ostallee, musste ich da erscheinen. Und ich wohne in der Georgstraße im Osten der Innenstadt, also etwas außerhalb der Innenstadt, östlich. Und da musste ich die ganze Innenstadt durch. Ne? Und da habe ich gesagt, ich fährst nicht mit der Straßenbahn, du läufst. Und ich lief und lauf und lief und machte dann immer schneller und immer schneller und lauf durch die ganze Stadt mit Laufschritt. Und es hat geklappt. Ich kam im Musterungsbüro mit einem furchtbaren Asthmaanfall rein. Naja, und da konnte ich die ganzen Jahre, bis 1946 konnte ich in Dresden bleiben. Und aber 3 Monate wurden wir eingeteilt und zum Kriegsdienst. Und ausgerechnet musste ich Luftschutzwache machen. Wieder nachts am 13., 14. Februar oder 45. Da habe ich in der Schule den Untergang Dresdens erlebt. Ich habe dann irgendwie so einen Zwang, Ehrgeiz kann man nicht sagen, Ehrgeiz war natürlich nicht so, aber ich lieb. Es riss eben der Knoten. Es kam eben so plötzlich so die Lust oder irgendwie oder die für die Bildhauerei, das kam erst so nach und nach. Und zwar habe ich einen Auftrag gekriegt mal vom Verband für den Gesellschaftsraum der Fahrradwerke Diamant in Chemnitz-Siegmar. Und
habe ich auch schon Entwürfe gemacht und habe eine Tanzgruppe geschnitzt in Relief. Da bekam ich auf einmal irgendwie eine Nachricht, dass ich das erledigt hätte. Das brachte ich nicht mehr. Und dann habe ich erst erfahren hinterher, dass es ein anderer bekommen hat. Und da habe ich mir gesagt, nee, immer getreten werden vom Verband, nee, sage ich, jetzt nicht mehr. Jetzt beantragst du im Zentralvorstand die legale Ausreise nach dem Westen. Eine Eingabe gemacht im Zentralvorstand und bekam die Nachricht, dass ich mich in Berlin einzufinden hätte. Und das war im Januar 1957. Und da sind wir erst wieder Käthe Wetzel. Wir wollten wissen, wo wir unterkommen jetzt in Berlin. Und da sagte Käthe Wetzel, ihr kriegt keine Unterkunft in Berlin. Sämtliche Hotels sind ausgebucht in Ost-Berlin. In West-Berlin ist grüne Woche. Sind wir nach Kleinmachnow. Als wir reinkamen, da sagte Käthe Wetzel zu meiner Mutter, also Grete, du schläfst oben, da haben wir dir ein Bett hergerichtet im Balkonzimmer. Und du, Hermann, du schläfst oben auf dem Boden. Und wir gingen dann hoch, meine Mutter voraus und ich hinterher mit dem Koffer um die Ecke rum. Und da hörte ich eine Tür klacken irgendwie und drehte mich nochmal um. Und da kommt ein junges Mädchen raus und strahlte mich an. Und ich weiß schon, das klingt wie ein Kitschmacher-Mann, aber das ist Tatsache. Und ich strahlte zurück. Aber ich wusste ja von ihr nichts. Und erst abends nach dem Abendbrot essen, da ging dieses junge Mädchen raus und wusch ab. Und da habe ich gesagt, nee, da helfe ich ein bisschen mit. Ich helf Ihnen ein bisschen mit, sagte ich, und habe ich abgetrocknet. Ja, und da haben wir uns, in der Küche haben wir uns, gegenseitig zu lang, haben wir uns praktisch innerlich schon, haben wir uns verlobt. Und nächsten Tag musste ich ja dann in den Zentralvorstand sein. Und dann kommt ein etwas untersetzter Mann im Zentralvorstand des Verbandes auf mich zu. Ein etwas untersetzter Mann. Und ich bekam einen gelinden Schreck. Denn den kannte ich nämlich. Und der kam auf mich zu, sagte er, und legte seine Hand auf meine Schulter und sagte zu mir, Herr Lorch, warum wollt ihr denn ausreisen? Warum wollt ihr denn ausreisen? Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass das da drüben im Westen ein Zuckerlecken ist. Und wissen Sie, wer das war? Der große Stabbildhauer der DDR, Fritz Krämer. Da sagte ich zu Ihnen, Herr Professor, da war ja Professor, Herr Professor, es ist, glaube ich, nicht mehr nötig. Ich sagte, ich habe, glaube ich, Sachen den Menschen Zwischenzeit, den Menschen gefunden meines Lebens. Und da war der sichtlich froh. Also rechts. Bleiben Sie hier. Bin ich hier geblieben. 1958 im Ende März haben wir geheiratet. Auch im Haus. Wir haben Haustrauen gehabt. Alles im Haus. Und jetzt wohne ich immer noch drin. Jetzt wohne ich 45 Jahre drin. Es ist nicht leicht. Es ist schwer. Wenn man so Sachen noch, das alles noch zusammenhält aus der Vergangenheit, wenn man der Letzte ist. Detlef Riemer, Pfarrer in Luckenwalde, interpretiert den Satz so: Keine Kirchengemeinde könnte sich heute noch solche Werke leisten. Das war früher anders. Insofern ist Hermann Lorisch tatsächlich der Letzte.
Aber der richtige Knoten ist erst dann gerissen, als ich die Aufträge bekam von dem Kirchenbeirat Winfried Wendland in Potsdam. Denn da war Leiter des kirchlichen Bauamtes der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Mehrere Kirchen hat er renoviert, wieder neu gestaltet, die kaputt ging. Da wurde ja nichts mehr gemacht. Da sind viele dieser Dorfkirchen und so weiter. Und für einige dieser Kirchen eben hat er mich eben sollte ich entweder die Altarausgestaltung machen und so weiter, als Altarkruzifixus oder für die Friedhofskapelle in Luckenwalde. Habe ich da zu der Golgatha-Gruppe die ganze Altargestaltung gemacht. Und das war eine schöne Zeit. Da konnte ich mich so richtig hausgitarrisch entfalten. Thank you.
Hermann Lorisch hat in seinen Plastiken, entgegen allen Gesetzen der Kausalität, in seinen besten Jahren jene Befindlichkeit vorweggenommen, die heute für sein Leben bestimmend ist.